So, Leute, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Ark Aberration Extinction Core Mod. Jetzt dann seht ihr den Bildschirm. Moment, ich schenke mir gerade was zu trinken, einem was Alkoholisches. Jetzt seht ihr am Bildschirm bei dem Betäubungspfeil, was letztens das Problem war bei der Produktion. Scheinbar ist es gepatcht worden, geupdatet und ich habe keinen Anus gehabt, warum? Man braucht gar keine Narkotiks mehr für diese scheiß Betäubungspfeile. Mit normalen Bären und normalen Steinpfeile wird das produziert. Seht ihr das? 20 Stück pro Pfeil. Was viel ist eigentlich. 20 so scheiß Bären für einen Pfeil, wenn man denkt. Jetzt habe ich quasi die ganzen gefarmten schwarzen Bären umsonst zusammengeklaubt. So ein Beschiss. Bedeutet jetzt, alle Bären raus. Alle Bären raus. Und oh, natürlich habe ich jetzt alle verharzt, alle verschwendet. Alle Bären raus, raufgeschwingt auf den Parasaurus. Und dann wird wieder Bären gefarmt. Mein Gott, so eine Scheiße. Das habe ich wirklich nicht gewusst, dass man keine Narkotiks mehr braucht für diese Dreckspfeile. Entschuldigung. Barsaurus ist im Level aufgestiegen. Wunderbar. Er hat auch noch ein paar Bären drin. So. Der Kano ist immer näher, oder? Was ist der für ein Level? Okay. Beate hat einen Enemy entdeckt. Das ist ein Wrecking Kano. Den würde ich gern legen. Man sieht auf jeden Fall schon, dass die Viecher kreisen uns ein. Langweilig wird uns da nicht. Da spawnt immer was drauf und ich habe die Einstellung so hoch rauf skaliert. Da wird immer was los sein, Leute. Da wird es hier nicht langweilig. Oder schon 151 bedeutet, bringen wir raus 10 Pfeile. Ja, geht da, ne? Geht auch schnell. Da sparen wir uns einen kompletten Umweg. Das heißt, im Idealfall mit ein paar Saus einmal zupicken. Fast 10 Pfeile. Level 12, das ist eher low. Was ist, wenn wir uns diesen Kano da zähmen? Einfach so, weil wir es können? Das werden wir machen, Leute. Ein Kano werden wir uns gönnen. Aber ein paar Narkotikumbären brauchen wir auf jeden Fall noch. Narkotik, der schaut geil aus. Kommt drauf an, was der schlucken wird. Dann hätten wir endlich schon einen Fleischfresser, der... Ja, der kann schon was. Parasaurus ist voll. Quasi zur Verteidigung wenigstens einmal einen Kano holen. Ne?
hat schon 262% Melee Damage. Ist ziemlich viel für seine. Da ist der Bulbdog. Level 80. Holy shit. Da leuchtet. Den werden wir uns beim nächsten Mal gönnen, Leute. Oh, hätte, werden wir uns an Kano schießen. Wir werden auf jeden Fall noch Bögen machen. Aber wir haben endlich zwei, das wird wohl reichen. Fasern, okay, Fasern. Ich weiß bis heute noch gar nicht, was dieser Bulbdog da überhaupt kann. So, Alter, den scheiß Kano da unten, und der ist halt leider Level 12. Aber wenigstens einmal was zähmen, da levelt man nämlich auch. So, 23 Pfeile und wir haben schon 35. Läuft bei uns. So, Strategie wird so ausschauen, dass ich mich auf den... auf unseren Felsen schwingen werde und einfach arschlochmäßig von Felsen aus den Kano penetriere. Grüße geht raus an AOT-Penetrator. So, jetzt haben wir irgendeine Uhrzeit erreicht, glaube ich, gell? Ja, genau, um 12 Uhr gibt es immer eine Arc-Melodie. Aha, Melodie. Da unten ist er. Zuerst werde ich den Parasaurus da, die Beate, in Sicherheit bringen. Ich hoffe, das wird was, Leute. Und dann schießen wir uns den Kano. Boah, hier unten. Der schaut cool aus, Hanuch. Getroffen. Scheiße. Versteckt sich genau unten. Und er geht schon down, wie lame. Ja, nice. Was, die Musik kann aber jetzt ruhig aufhören, ne? So, jetzt haben wir kein Flash. Das ist richtig bitter. Egal, wir werden einfach da oben diesen Bulbdog legen. Jetzt mal nur auf den Torbohr des Kanos jetzt achten. Und mit dieser Pilze werden wir diesen Kano einfach den Torbohr nach oben treiben wieder. Verlierte fast nichts, der Wabler. Ah, die Pilze sind richtig geil. So. Müssen wir leider diesen Bulbdog da oben legen, der ist wehrlos und der gibt uns Fleisch fürs Tamen des Kanos. Währenddessen fahren wir natürlich, sowieso klar, auf dem Weg dahin.
Theoretisch können wir uns schon den Deodoricurus tamen. So, da oben ist der Bulbdog. Komm her. Hoffentlich greift das Vieh mich nicht an. Ich hab keine Ahnung, aber ich denke nicht, oder? Na, der haut nur ab. Er geht leider auch noch. So viel dazu, der geht leider auch noch. Stirb, Mann. Braucht der Fleisch. Alter, das Viech haltet aus. Und er gibt mir 15 Fleisch. Ist das der Scheiß Ernst? Das reicht doch nie. Fuck it, hä? Muss man besonders einfallen lassen. Mit 15 Fleisch, glaube ich, komme ich nicht weit. Da unten ist der nächste Kano. Vielleicht machen wir uns eine Kano-Armee nebenbei, so ein bisschen. Alles tamen da. Sämen, was sich uns in den Weg stellt. 1, 2 Kanos. Aber die Leveln, die werden wahrscheinlich höheres Level sein. Level 13. Dieser Heranwachsende, der ist noch nicht einmal ausgewachsen. Und der. Da hinten war noch einer. Das für Exemplar. Level 40, holy shit, der könnte irre werden. Aber wenn ich das gewusst hätte, dass man nur mit normalen Bären diese Pfeile jetzt macht, dann hätte ich ja gar nicht das ganze Fleisch aufgesteckt. Das war ein Fehler. Gut, aber das weiß man nicht. Einen Screenshot machen für Thumbnail. So, läuft. Es wird einfach so ausschauen, dass ich mir da einfach so einen Fisch hol. Für Fleisch. Zum Tamen. Vielleicht funktioniert das ja. Ich meine, ich kann es probieren, aber ich glaube nicht, dass 15 Fleisch reicht. Irgendwo da müssen wir Fleisch holen. Dodos, da oben waren ja irgendwo Dodos noch. Habe ich gehört. So. Bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwo Dodos sind. Ich würde gern den killen, aber es dauert wieder so lange, bis der Hund down ist. Da ist Fleisch. Parasaurus, den killen wir jetzt einfach. Parasaurus versus Parasaurus. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Leder. Jetzt haben wir sowas von genug Leder, dann ist der Kano real.
Und hinter mal ziemlich viel Spielstunden auf dem Buckel und wir haben schon einen Kano. Der Sottel dazu übrigens wäre erst irgendwann. Aber mit dem werden wir auf jeden Fall die Reise begehen. Den können wir nämlich vollstopfen beim Farmen mit Holz und Steine und etc. Übrigens, Engrampunkte muss ich verteilen. Können wir nämlich schon die Forge und den Schmelzofen machen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Die zwei Komponenten sind das Wichtigste. Weibliches Objekt, hä? Okay. Ah, geht doch dahin. 20%. Gut, das war's schon wieder. So, Leute. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich habe da natürlich jetzt ziemlich das geschnitten, denn es hat echt tatsächlich lange gedauert. Es ist sogar dunkel geworden. Und jetzt sieht man, wie geil dieser Kano doch ausschaut. Bei Dunkeln leuchtet gelb. 97,2% noch und dann ist das eine gemähte Wiese und wir haben unseren ersten richtigen Dino zum Kämpfen geziemt, ne? Holy shit. Und ist tatsächlich Hass. So. Wie werden man den nennen, diesen Kano? Wie könnte man den nennen, ne? Leute, ha? Was wäre eine Idee? Ich werde mir was einfallen lassen. Vielleicht in der nächsten Folge dann. Ja. Werden wir benennen. Wollen wir ein bisschen Experiment machen. Wenn jetzt jemand tatsächlich bis hierhin geschaut hat. Irgendjemand. Egal. Den nächsten. Wenn irgendjemand einen Namen für diesen Kano in die Kommentare schreibt. Werde ich den nehmen. Egal welcher Name es ist. Außer so. Komplett politisch unkorrekte. Wisst, was ich meine? Aber wenn einer bisher hingeschaut hat, der erste Kommentar, der den Namen wird entscheiden. Wenn jetzt irgendwer da wirklich bis hierhin geschaut hat und sagt jetzt, der Kano soll, weiß ich nicht, wer Siegfried heißen, dann verspreche ich, dann wird er Siegfried heißen. Und wenn nicht, ja, dann benenne ich den Kano natürlich selber. Yes, yes, this is real. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist ein weiblicher Kano, gell? So. Jetzt haben wir ihn gezähmt. Schaut es mächtig aus, dieses Vieh. Soll ich die nur schauen? Ja, Leute. Es ist morgen. Und mit dieser Folge werden wir es jetzt aber endgültig gut sein lassen. Wir haben einen Kano gezähmt. Nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Kano. Ciao.